Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Demir, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht machen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Alles klar. Können wir direkt... Töte mich doch! Okay. Erinnerst du dich jetzt? Na schade. Na.
böse Idee. Es ist genau 0 Uhr 0. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich muss echt weiter. Okay. Ich habe noch nie dieses Spiel gespielt. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Oh, Medizin. Kann ich das alles... Das kann ich alles einsammeln. Chemische Komponente. Das kann ich hacken. Einmal Hacks. Alles klar. Öffnen. Oh, Geld. 103 Dollar. Nice. Kann ich hier auch reingucken. Das leuchtet so schön. Die Maussteuerung ist zwar leicht. Extrem. Ich muss mal kurz umstellen. Option. Das geht schon besser. So. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, pa, 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 pa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Okay, gut. Nutze ich das hier vorne mal als Deckung? Hier ist noch eine Leiche! Auch ein Viceroy! Kann ich. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen? Hab ich was anderes? Köder. Nein, das habe ich nichts, okay. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt muss ich. Die sich gegenseitig. Und warum auch noch ausgerechnet hier? Keine Ahnung. Moment. Könnte es der Rächer sein? Das ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit. Das würde ich nicht alles tun, um den mal in die Finger zu kriegen. Nein, jetzt hab ich verkackt. Ah, scheiße. Ich wusste nicht, dass der da steht, der Typ. Also. Ja. Halt eben von vorne. Wenn jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Okay. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Können die Typen nicht einfach zu Hause spielen? Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Ich würde ihn ja gerne herstellen, aber ich kann den Köder nicht herstellen. Wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums.
Hat er mich fast erwischt, der Spacko. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Ich hab leider Gottes. Das der Rächer sein? Leider Gottes keine. Genau seine Art von Gerechtigkeit. Oh. Waffe. Ich will nicht entdeckt werden, oh Gott. Gut, er ist da. Das Licht blendet aber so extrem. Ja. Ja. Come on. Oh, zum Glück. Okay, jetzt gehen wir mal weiter, ne? Jetzt müssen wir hier durch. Ui. Alles klar. Heck. Gesichtserkennung. Ach so, jetzt kann ich mich durch die ganzen Kameras hacken. Scheiße, das ist ja geil. Oh, da ist. Gucken, wie es hier aussieht. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Dixon. Ah, Dix. Einkommen 51.000. Okay, ich komm hoch. Hat Verletzungen geschrieben. Oh. Mit 28. Ja, ist traurig. Hat mehr Abkommen als der alte Typ da unten. Okay, und der Typ ist in Therapie wegen posttraumatischer Belastungsstörung. Ah, alles klar. Wollen wir die mal weiterverfolgen, ne? Leutnant, ja, okay, der Typ verdient ihm noch am meisten. So, und nun? Switch-Konsole, Schwachstellen erkannt. Aber wir können... Dann wollen wir da mal rein, ne? Da liegt was auf dem Tisch. Ach so. Jetzt kann ich nämlich den Köder herstellen. Okay. Schluck den Köder. Da wollen wir. Wo wollen wir Deckung? Hier? Hier hinter? Wir müssen uns jetzt aber beeilen, ne? Auf keinen Fall. Okay. Kamera mal hacken. Können wir uns irgendwie die Scheiße angucken? Dick. Hatte richtig Bock. Und da hinten ist noch einer. Aber da waren wir vorhin schon überall, ne? Ja. Jetzt muss ich mich wieder zurück. Ey. Okay, und jetzt bin ich hier. Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Die Polizei wird den ganzen Komplex anregeln. Ich stecke hier fest und bin nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann ausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht. Alles klar. Also, da will ich mich lieber hier um die Ecke stellen und die dann hacken. Zick, Gesichtserkennung.
Oh, warte mal. Spielt häufig Ego-Shooter. Corporal Rand, Heath Rand und Rick Greenwood. Mitglied bei der Polizeibruderschaft. Gibt es eine Bruderschaft für? Niemals. Okay, kann ich hier irgendwie rum? Nee. Muss er immer so gut laufen? Ich muss jetzt den Wachmann mit dem Zugangscode finden. Ach, da kommen wir gar nicht hinter. Also jetzt muss wieder komplett zurücklaufen. Und diese ganzen Wachleute da. Hä? Nein, muss ich nicht. Ja, okay. Ich komme gerade nicht weiter. Da liegt was, ein Pappfinger. Und hier. Ach so, jetzt sollen wir uns die durch. Da steht ja noch jemand. Fernzugriff. Da ist noch eine Kamera, die wir ganz übersehen. Ja, guck mal einer an. Jeez Perkins hat sich beim FBI beworben und der liebe Security-Freigabe. Den merken wir erstmal. Zick. So. Heißt. Kommen wir jetzt durch? Nein, da müssen wir jetzt ja vielleicht ausnahmsweise hier hinten rum. Nein, da kommen wir auch nicht hin zum Hacken. Hacken wir wieder die Kamera hier vorne. Hacken die Kamera. Hacken das dann. So. Schwachstelle erkannt. Blackout. Geh. So muss das. Okay, der ist runter, so wie es aussieht, ist hier keiner. Mit Umschalt rennen sie. Zum frei herumlaufen, die Taste gedrückt halten, alles klar. Das erstmal dicht. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Oder ist die noch nicht vorbei? Nee. Weg. Okay. Habt eine Bullenallergie, Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Doof, ne? Der ist scheiße. Ich weiß. Ja, warum rennt die raus? Oh, ist ganz schön windig hier draußen. Polizeiverfolgung. Alles klar, dann würde ich sagen, dann rennen wir noch schnell weg. Okay, so wie es aussieht, ist der Vorgang. Okay, Blackout ist nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt zwischendurch. Ja. Kann ich damit jetzt auch fahren? 600 Euro Kopfgeld, wie man ein Fahrzeugsteuer, W, S, und das halt zum Rückwärtsgang, Handbremse, nach hinten umsehen, Kamera wechseln, perfekt. Oh, okay. Vielleicht bin ich auch einfach. Jo, der Typ war selber schuld, das war grün. Es war grün. Das ist ja nicht mal, wo ich hin muss. Ach Gott. Scheiße, hier ist ja Polizeisperre, das hab ich nicht mal gesehen. Hat das Auto auch irgendwie eine Leiste für Leben oder so?
Aber nicht, dass ich jetzt hier gleich komplett bevögelt bin, weil mein Auto gleich kaputt ist. Nein! Oh Gott, da kann ich gar nicht rein. Okay, gehen wir den hier rein. Warum stehen die ganze Zeit Autos? Kann ich mir so auch mal ein fremdes Auto schnappen? Geht das? Ja. Wechsle ich einfach eben das Auto. Ganz einfach, Punkt, so. Erreichen Sie den Verkehr. Aber damit würde ich sagen, ich bleibe jetzt erstmal unter der Brücke stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Schaltet auch die nächste Folge wieder ein auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Watch Dogs. Ne?